Herzlich willkommen, mein Name ist Steffi Sauerhöfer und ich nehme euch heute mit zu der virtuellen Stadtführung kurz und knackig. Der Name ist Programm, weil innerhalb einer Stunde sieht man die Highlights hier der Stadt. Und wir fangen gleich damit an und zwar schaut mal hinter mir, hier habt ihr die Königstraße. Das ist die Fußgängerzone in Stuttgart mit knapp 1,2 Kilometern. Die Marienstraße gehört noch mit dazu. Aber das sah nicht immer so aus. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir hier früher Autos hatten, Straßenbahnen, die hier gefahren sind? Und das hat sich tatsächlich in den 60er Jahren langsam verändert. Man hat sie nach und nach dann zu einer Fußgängerzone umgestaltet. Was sich nicht verändert hat, das ist der Krebsstand. Schaut ihn euch mal an. Seit 40 Jahren gibt es diesen Krebsstand. Er wird geliebt von Jung und Alt, von Arm und Reich und ist wirklich eine Institution. Genau gegenüber seht ihr den Stuttgarter Hauptbahnhof. Von dem habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Der ist vor über 100 Jahren gebaut worden. Und wenn man hier auf der Königstraße sieht, läuft man direkt auf den Turm drauf zu. Und damals war oben auf dem Turm eine Krone angebracht. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, seht ihr, dass sich da oben auf etwas anderes dreht. Und tatsächlich stellt das kein Stuttgarter in Frage. Dieser Stern gehört auf den Stuttgarter Bahnhof drauf. Warum ist er da? Der Bahnhof war im Krieg zerstört. Den Wiederaufbau hat man mit Werbeeinnahmen finanziert und deswegen haben wir dieses Zeichen da oben drauf. Der Stuttgarter Bahnhof ist ein Kopfbahnhof. Das hat man damals so entschieden, weil 95% der Reisenden gesagt haben, Stuttgart ist das Ziel. Das verändert man jetzt. Ihr habt bestimmt schon mal von Stuttgart 21 gehört. Und zwar macht man aus dem Kopfbahnhof, dessen Gleise im Tal liegen, einen Durchgangsbahnhof. Das heißt, man dreht die Gleise um 90 Grad. So viel aber zum Thema Mobilität. Wir gehen ein kleines Stückchen weiter. Ich nehme euch mit zum neuen Schloss. Wie versprochen stehen wir jetzt hier vor dem neuen Schloss, erbaut für Herzog Karl Eugen. Der ist allerdings nie eingezogen, weil die Bauzeit wirklich sehr lange war. Der erste, der in das Stuttgarter Neue Schloss eingezogen ist, war der dicke Friedrich, der erste württembergische König. Und der wird, ja, sagen wir mal, in Zusammenarbeit mit Napoleon schließlich König von Württemberg. 1806 war das Ganze. Die beiden hatten sich allerdings zuvor getroffen in Ludwigsburg. Und wahrscheinlich wisst ihr, dass Napoleon nicht so wahnsinnig groß war, so einen knappen 1,70 Meter. Und das Erstaunliche war dann wiederum, dass Friedrich einfach nicht umsonst der dicke Friedrich hieß, sondern er wog 200 Kilo und war über 2 Meter groß. Stellt euch die Situation vor, die beiden begegnen sich und der kleine Napoleon schaut jetzt an dem dicken Friedrich hoch und sagt, mir war nicht klar, wie dehnbar die menschliche Haut ist. Der Friedrich guckt dann runter auf den kleinen Napoleon und sagt, und mir war nicht klar, wie viel Gift in so einen kleinen Kopf passt. Friedrich ist also der Erste, der hier einzieht. Die Könige leben dann hier im neuen Schloss. Und während des Krieges wird das neue Schloss dann zerstört. Und zwar wirklich bis auf die Grundmauern fast. Es stehen nur noch die Fassaden. Und dann entbrannte ein Streit. Baut man das Schloss wieder auf oder lässt man es so, wie es ist? Und dementsprechend hat man überlegt, vielleicht ein Hotel hier zu bauen. Und es gab dann eine Diskussion in den 50er Jahren und eine Stimme gab den Ausschlag, dass das Schloss wieder aufgebaut wird. Allerdings nur die Fassaden, denn wenn ihr so ein bisschen darüber schaut, es sind Büroräume drin, das Finanzministerium ist hier drin. Das neue Schloss, ihr seht es vor allen Dingen hinter mir, da werden die Wappentiere Württembergs auch ganz deutlich gemacht. Schaut mal so ein bisschen nach oben, ihr seht wunderbar einerseits den Löwen und ihr seht da drüben den Hirsch. Der Hirsch, schon immer das Wappentier Württembergs und die Staufer Löwen kommen im 13. Jahrhundert dazu. Schaut euch mal mit mir um. Das ist einer der schönsten Plätze, die wir hier in Stuttgart haben. Und vor vielen Jahren war das hier noch ein Exerzierplatz. Und als erstes kam dann die Jubiläumssäule als dekoratives Element dazu. War für das Thronjubiläum des zweiten württembergischen Königs Wilhelm I. Und dann kamen diese Brunnen dazu. Und das ist etwas Besonderes, weil die Schalen aus einem Stück gegossen worden sind und die kleinen Figuren darunter die größten Flüsse Württembergs zeigen. Insgesamt sind es 8 an der Zahl. Und dieser Platz wird genutzt zum Beispiel fürs Trickfilmfestival. Die Jazz Open finden hier statt, das Sommerfest. Also die Stuttgarter nutzen die Grünflächen. Sie liegen und sitzen da drauf und genießen es.
Genau gegenüber haben wir den Königsbau, ein Gebäude mit vielen Säulen, wie ihr seht, Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut. Und das war schon ein erstes Kaufhaus bzw. ein Ballsaal. Und direkt daneben habt ihr dann das neueste Gebäude hier am Schlossplatz, und zwar das Kunstgebäude. Das Kunstgebäude ist jetzt genau 15 Jahre alt. Und zwar haben wir einen Glaswürfel, der einen Steinwürfel umgibt, was natürlich nachts auch für eine besondere Beleuchtung letztendlich sorgt. Und dort ist die Sammlung der Stadt Stuttgart untergebracht. Und ihr seht, es finden hier verschiedene Ausstellungen statt. Tja, ihr fragt euch vielleicht, warum wir in Stuttgart zwei Schlösser direkt nebeneinander haben. Heute empfinden wir das alte Schloss, wo wir uns jetzt befinden, als wirklich einen wunderschönen Hof. Schaut euch um. Wir haben hier die Dürnitz. Und wenn ihr so ein bisschen weiter schaut, das ist der älteste Teil hier. Und zwar war das alte Schloss im Grunde genommen wie so eine Art Wiege der Stadt, kann man eigentlich sagen. Wurde dann später zur Wasserburg. Und im 16. Jahrhundert kamen dann diese drei Flügel, so wie ihr sie jetzt hier seht, mit dazu. Und es ist ein wunderschöner Innenhof, der hier entstanden ist. In der Dürnitz ist heute das Landesmuseum untergebracht. Und warum habe ich gesagt Wiege der Stadt? Ja, wie fängt es überhaupt an? Wie geht es mit Stuttgart los? Und zwar ist es so, in einen Kessel eine Stadt zu bauen, ist ja tatsächlich so eine halb gute Geschichte letztendlich, birgt so ein paar Probleme mit sich. Das Ganze fängt auch nicht als Stadt an, sondern wir haben hier ein Gestüt. Und zwar 950, es war ein Sohn Otto des Großen, der muss ein Gestüt gründen und dementsprechend sucht einen geeigneten Platz. Der Kessel mit seinen Hängen war perfekt dafür und so wird der Stutengarten gegründet und daraus entsteht dann letztendlich die Stadt Stuttgart, urkundlich erwähnt 1229. So haben wir diese Stadtgründung. Wenn ihr euch jetzt noch überlegt, wie das Stadtwappen Stuttgarts aussieht, dann habt ihr den kompletten Schluss. Und zwar haben wir das steigende Rössle, das schwarze Pferd auf gelbem Grund. Und das ist das Stadtwappen Stuttgarts. Viele von euch werden jetzt sagen, Moment mal, das kenne ich doch. Das sieht doch eigentlich aus wie bei Ferrari. Richtig. Die Geschichte wird erzählt, dass ein Pilot aus Stuttgart das Wappen Stuttgarts am Flugzeug hatte, abgeschossen wurde und so kommt es aber letztendlich nach Italien. Auch dort bringt es einer Grafenfamilie nicht wirklich Glück und schließlich kommt es dann in die Hände von Enzo Ferrari, der, und wenn ihr die beiden Pferde miteinander vergleicht, das Ganze noch so ein bisschen dynamischer und sportlicher vergleicht. Der Innenhof hier wird genutzt, hier wird der Weihnachtsmarkt eröffnet, hier haben wir die Jazz Open, die hier gespielt werden, Bühnen werden aufgebaut, Mittelaltermarkt, also es ist eigentlich eine wunderschöne Kulisse und jetzt nehme ich euch mit und zeige euch, wo der Weihnachtsmarkt, der hier eröffnet wird, dann auch tatsächlich stattfindet. Jetzt stehen wir hier auf dem Schillerplatz und ihr ahnt natürlich, warum er so heißt, guckt hinter mir und schaut euch die Statue an. Das ist Friedrich Schiller, der hier in Stuttgart Medizin studiert hat und der sich dann gegen den Herzog Karl Eugen aufgelehnt hat. Er schrieb hier, die Räuber floh aus der Stadt und deswegen wollte man in Stuttgart das erste Schiller-Denkmal Deutschlands aufstellen. Das hat man auch getan. Stellt euch vor, der Platz war komplett voll. Überall waren hier Menschen und oben am Denkmal stand der Enkel vom Schiller. Schiller war schon längst tot, hat die kleine Schnur in der Hand, um das Tuch letztendlich fallen zu lassen. Das Tuch fällt. Was passiert? Absolute Schockstarre. Keiner hat sich gerührt, denn was wollte man? Man wollte einen Helden. Stuttgart war begeistert von Schiller. Schiller ist ein Rebell. Und dann bekommt man diese Figur hier. Einen introvertierten, nachdenklichen Dichterfürsten. Und das war am Anfang ein bisschen schwierig. Mittlerweile haben wir natürlich unseren Frieden mit Schiller gemacht. Als die Bomben auf Stuttgart fielen 1944, hat man ihn sofort in einen Stollen gebracht, sodass ihm nichts passieren konnte. Und nach dem Krieg sofort wieder aufgestellt als Symbol der Freiheit. Und hier auf dem Schillerplatz findet dann der Wochenmarkt statt, dreimal in der Woche, Dienstag, Donnerstag, Samstag. Das Weindorf findet hier statt und, wie schon angekündigt, der Weihnachtsmarkt. Auf jeden Fall eine Gelegenheit, nach Stuttgart zu kommen. Tja, und wenn euch diese virtuelle Stadtführung gefallen hat, dann schaut doch mal nach auf der Seite www.stuttgart-tourist.de. Dort findet ihr unsere ganzen Stadtrundgänge, Stadtrundfahrten und viele Informationen.